Und jetzt mal mit Playback. Achtung, ja. Ah, schön. 1, 2, 3, 4. Du bist die Braut, die deine Welt zum Leuchten bringt. Charlie ist ein Freak. Das ist ein Freak, der aus Tonkonstellationen, aus der mathematischen Tonkonstellation alles herausholt. Da geht nicht mehr. Und das zeichnet ihn so unglaublich aus. Hör diesen Klang von 1000 Stradivaris zu. Bei uns im Studio, wir haben ein Wohlfühlstudio. Also ich sage immer, Backstage Music, da wo der Schlager wohnt. Man spürt einfach die Herzlichkeit auch von uns. Und ich glaube, das kommt auch in der Produktion und so rüber. Und wir nehmen uns wahnsinnig viel Zeit für die Künstler. Und werden die Künstler dann so richtig umsorgt. Fast schon ein sorglos Paket, das es bei uns gibt im Studio. Du bist die Kraft, die deine Welt zum Leuchten bringt. Du bist das Licht, das jeden bösen Traum wegsingt. Markus Wohlfahrt, was soll ich sagen? Also ich habe mich sehr gefreut. Es waren Für mich war es überhaupt ein Erlebnis, Markus Wohlfahrt kennenzulernen. Und wir haben uns ja tatsächlich das erste Mal im Studio getroffen beim Charlie Bereiter, wo wir den Titel Du bist die Kraft uns vom Text her angeschaut haben, was können wir machen. Und ich hatte halt die Idee, das einfach nicht in den Bergen zu machen, weil viele österreichische Künstler oder eigentlich die meisten, gerade die Klostertaler, kennt man ja aus den Bergen. Und ich habe zu Markus, ich habe einfach die Idee in den Raum geworfen, das auf Mallorca zu machen. Und da ist dann der Titel auf Mallorca entstanden. Ja, Videoproduzenten gibt es sehr viele. Wie Sand am Meer. Für mich war immer wichtig, ich brauche jemanden, der das Ganze auch aus der Musikerseite kennt, angeht und umsetzt. Und mit dem Danny Schönemann habe ich jemanden gefunden, der selber Musik macht, der auch das richtige Auge für die Kamerabilder hat, für die Situationen und unglaublich kreativ ist. Also was der produziert, hat mich überzeugt und wir haben dann ein Video machen können, das mich zutiefst berührt hat. Das war natürlich für mich auch eine Herausforderung, weil die Ansprüche auch von Markus zu erfüllen. Und dann habe ich ihm den Titel geschickt, als er fertig war. Hatte mich auch darauf vorbereitet, dass es Änderungswünsche gibt, weil Künstler sehen sich ja immer anders im Video als der Cutter. Und dann ruft er mich an und sagt, Danny, bist denn du wahnsinnig? Habe ich gedacht, was denn du? Wie kannst du nur so ein geiles Video machen? Da habe ich mich natürlich sehr gefreut und er hatte tatsächlich keine Änderungswünsche. Spezielle Erfahrung, ja, dass es relativ flott gegangen ist, dass wir es lustig gehabt haben, dass wir auf der Finca, wo wir übernachtet haben, noch eine tolle Grillparty machen haben können und auch das mit zwei, drei Gläsern spanischem Bier, das mir sehr gut geschmeckt hat. Besondere Ereignisse beim Dreh gab es grundsätzlich nicht, weil ich ja mit einem wunderbaren Team arbeiten durfte und die haben alles bestens organisiert, auch mit Hilfe von Michael und seinem Team, die ja auf Mallorca leben. Und ich saß dann noch ewig lang mit dem Markus. Es gibt viele Künstler, die vertrauen mir ihre Sorgen an. Und in dem Fall war das irgendwie so, dass ich mich dem Markus anvertraut habe. Wir hatten wunderschöne Gespräche, wir hatten auch Gespräche über die Musikbranche und das ist ein Abend, der mir wirklich im Kopf und im Herzen bleibt. Und gemeinsam konnten wir doch etwas Wunderbares schaffen. Mit diesem Song kann ich sehr viele Menschen abholen oder können wir Menschen abholen und mitnehmen und wenn man da wirklich sich hineinfallen lässt in den Song, dann spürt man, dass dieser Song eine unglaubliche Energie, eine unglaubliche Kraft hat, die nicht nur durch die Töne und durch den Text wirkt, sondern auch durch das, was dazwischen passiert. Du bist
bist die Kraft, die deine Welt zum Leuchten bringt.